Ja Leute, was geht? Ich bin's hier, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einer neuen 24-Stunden-Challenge hier aus London, England. Und so habe ich mir was richtig Cooles für euch überlegt. Ich hoffe, ihr freut euch so sehr darauf, wie ich mich gerade darüber freue. Denn so einiges steht heute auf dem Plan. Und dann dachte ich mir, was passt so richtig gut zu London, England? Und da ist mir direkt Harry Potter eingefallen. Und ich dachte mir, okay, nehmen wir einfach mal 24 Stunden so wie Harry Potter. Ja, das ist mein völliger Ernst, Leute. Ich habe mir auch schon hier ein Gryffindor-Haarreif angezogen und ein Gryffindor-Pulli, was ein bisschen alltagstauglicher noch aussieht. Ich brauche noch eine Robe, Leute. Das wird heute aber noch erledigt, aber dazu gleich mehr. Ich hoffe, euch freut es, dass ich wieder eine 24-Stunden-Challenge mache. Lasst auf jeden Fall unbedingt einen Daumen nach oben da, wenn ihr Bock habt, dass ich mehr so lebe wie irgendeine Figur aus einem Film oder wie jemand. Lasst es mich unbedingt damit wissen. Bei 50.000 Daumen nach oben wird es die nächste Challenge geben, vielleicht als Peach, weil das haben auch super viele angefragt. Soll ich mal 24 Stunden so leben wie Peach? Lasst es mich unbedingt wissen, aber das wird wahrscheinlich ultra peinlich. Und ja, lasst unbedingt ein Abo da, wenn ihr neu hier seid. Seid Teil von Team Becky. Aktiviert die Glocke. Und jetzt kommen wir zu Beckys magischen 24-Stunden-Plan. Was steht heute an? Und zwar etwas sehr, sehr Magisches. Und zwar geht es um Zauberstäbe. Aber mehr verrate ich noch nicht. Das ist so eine Experience, die man buchen kann. Ich habe dort auch schon mal einen Afternoon-Tea gemacht und das war schon mega toll. Deswegen bin ich super gespannt, wie es jetzt mit den Zauberstäben sein soll. Dann gehen wir auf jeden Fall noch zu einem Harry Potter Store, denn ich brauche eine Gryffindor-Robe, Leute. Die brauche ich unbedingt, weil ich habe keine. Wenn ihr euch noch daran erinnern könnt, ich habe mal einen TikTok dazu gedreht. Ich habe zu Halloween, ja, aber es war einfach zu kurzfristig, ich hätte es nicht mehr umtauschen können, habe ich einfach mal statt einer Gryffindor-Robe eine Slytherin bekommen. Und das war super fail, weil ich bin absolut nicht Slytherin. Ihr könnt mir mal übrigens jetzt euer Haus unten in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall, ja, war ich ein bisschen enttäuscht. Und die habe ich jetzt nicht mitgenommen, deswegen bin ich diesmal auf der Suche nach einer Gryffindor-Robe. Und ich hoffe, ich werde eine finden. Und zu guter Letzt, das Beste kommt diesmal zum Schluss. Und zwar gehen wir zu Harry Potter Warner Brothers Studio. Ja, das ist mein völliger Ernst, Leute. Ich habe endlich Tickets ergattern können. Das haben mir auch so viele von euch geschrieben. Becky, geh da unbedingt mal hin. Es war so schwer, was zu finden, weil normalerweise musst du Monate vorausbuchen. Diesmal war spontan, war es frei. Und da habe ich natürlich zugeschlagen. Deswegen gehen wir dort auch noch hin. Es wird mein allererstes Mal und ich werde euch versuchen, so viel wie möglich zu zeigen. Und ja, darauf freue ich mich am meisten. Und dafür brauche ich auch die Robe, Leute. Und Leute, mein Team Gryffindor-Schal. Den habe ich noch gar nicht gezeigt. Den werde ich mir noch rüberwerfen. Ja, damit das nicht allzu grau hier aussieht, sondern wirklich nach Gryffindor und Harry Potter ausschaut. Ich habe ja gesagt, dass ich etwas gebucht habe und dort geht es jetzt hin. Ab nach Chinatown, dort ist das in Soho. Und ja, ich zeige euch dann, wie das Ganze aussieht. Das sieht so toll aus. Ich glaube, die Bahn kommt, Leute. Ich muss mich beeilen. Und hier ist der Laden, Leute. So sieht der aus. Der sieht jetzt schon total süß und magisch aus. Und wenn das nicht super gut zu Harry Potter passt, dann weiß ich auch nicht. Fertig mit dem Zauberstab machen. Es war ziemlich cool, aber sehr kurz, muss ich sagen. Also das Afternoon Tea war deutlich besser, fand ich, als das jetzt. Aber es hat trotzdem super viel Spaß gemacht. Dafür hat man nachher auch den Zauberstab mitbekommen für die 35 Pfund. So viel kostete das. Aber ich habe jetzt nicht so viel dagegen, dass es ziemlich kurz war, weil ich muss mich jetzt eh gleich fertig machen. Ganz schnell, weil es ist ein langer Weg bis zu Warner Brothers Studio. Und ja, deswegen gehe ich jetzt zurück, mache mich schnell fertig und dann geht es auch schon wieder los. Hier, Leute, ist ein Harry Potter Laden und die haben so viele Sachen. Okay, checken wir das mal eben aus. Ja, ich bin einmal in diesen Laden reingegangen, aber auch noch in den in King's Cross. Ich muss aber ehrlich sagen, der hat mir besser gefallen, weil die einfach mehr Auswahl hatten und das mehr so ähnlich war wie das im Harry Potter Studios. So im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke. Auf jeden Fall hatten die dort auch Roben. Also ja, das habe ich erledigt, Leute. Und ich habe endlich meine Gryffindor-Robe bekommen.
Leute, ich habe meine Robe jetzt an und ich habe mich soweit fertig gemacht. Meine Haare sind gelockt und ich habe mir noch so eine Schleife hinten reingemacht. Ich hoffe, das sieht ganz süß aus. Ich will nämlich unbedingt auch noch Bilder machen und ja, ich feiere diese Robe so sehr. Die sieht so cool aus, aber ihr werdet die nachher ganz sehen. Ja, und jetzt muss ich mich beeilen. Deswegen sehen wir uns dann dort, wenn ich da bin. Also, let's go. Wow, hier sind einfach mal riesige Zauberstäbe gleich schon am Anfang. Oh, wie cool. Endlich bin ich drin. Ich musste eben gerade durch die Sicherheitskontrolle und ich sag's euch, Leute, es war gerade so stressig. Also der Uber-Fahrer hat dann erst zu dem falschen Warner Brothers Studios gefahren. Das war irgendwie nur so ein Parkhaus und Security. Das war komplett falsch. Die Adresse hatte ich auch gar nicht angegeben und der wollte einen dann gar nicht mehr mitnehmen. Und dann hat er noch extra Geld verlangt, was eigentlich gar nicht dürfte. Und hat dann noch extra 10 Pfund für eine Minute fahren abgezogen, also richtig unverschämt. Ja, ich habe mich voll unwohl gefühlt, deswegen einfach nur schnell bezahlt und dann raus. Und jetzt bin ich auch endlich angekommen. Und jetzt kann man sich, glaube ich, ja noch so einen digitalen Guide holen. Aber das kostet extra. 5,25 Pfund pro Person. Also ich weiß nicht, ob ich mir das hole, weil ich kenne die Filme eigentlich in- und auswendig. Also werde ich mir das wahrscheinlich nicht holen. Ich glaube, ich muss einmal durch den Eingangsbereich. Hier gibt es so Läden und so weiter. Und dann geht's los, Leute. Oh mein Gott, ich freue mich so. Es sieht so schön jetzt schon aus. Von außen auch so heftig cool. Wie nice sieht das bitte aus, aber da drin willst du nicht schlafen, das stelle ich mir so schlimm vor. Wow, ist das schön hier, guckt euch das einfach mal an. Hier ist einfach mal der Hut und die Kostüme sehen so cool aus. Leute, hier sind einfach mal originale Kostüme von den Schauspielern aus dem Film, zum Beispiel von Draco, von Harry Potter, also richtig nice. Ich bin richtig sprachlos. Das Kleid ist so mein Favorit, Leute. Das sieht so schön aus. Wie cool ist das? Und das Kleid von Hermine. Das sieht in Real Life noch viel schöner aus als im Film. Oh mein Gott, das hätte ich gerne. Das ist so schön. Und das sieht so klein aus. So ganz, ganz klein. Oh mein Gott, da würde ich gerne dran sitzen. Guckt euch die ganze Schokolade an. Wie lecker sieht das aus? Ich hätte so Hunger bekommen bei dem Film. Und die ganzen Gewänder. Wow, hier steht auch für wen das alles war. Für Luna. Sie ist mit Abstand einer meiner liebsten Figuren im Film. Wie zerflattert das einfach mal aussieht von Sirius Black. Oh mein Gott, was haben die denn da alles? Irgendwelche Sprays? Ach so, zum dreckiger machen der Hose. Krass, okay. Hier gibt es einfach so viel anzuschauen. Ich weiß gar nicht, wo ich als erstes hinschauen soll. Aber ich meine, die haben gesagt, die Tour dauert ungefähr 3 Stunden, um alles ganz genau anzugucken. Also ja, ich versuche alles hinzubekommen und euch mitzunehmen, so gut es geht. Aber hier gibt es einfach so viel. Und ich stehe jetzt gerade vor diesen Schlafplätzen von Harry Potter. Und die sehen so mini aus, die Betten. Ich habe mir die irgendwie viel größer vorgestellt, aber die sind richtig klein. Aber wie cool wäre es mal da drin, eine Party zu machen, Leute. Eine Sleepover-Party. Kommentiert mal jetzt unten in die Kommentare. Becky, ich hätte mega Bock auf eine Sleepover-Party mit dir in Hogwarts. Wow, es sieht aber richtig cool aus, aber auch ein bisschen gruselig, ein bisschen spooky, ne? So ein altes Zeug und so. Hat man nicht früher auch in solchen Betten geschlafen? Ich meine schon, ne? Ich glaube, ich habe noch nie so eine riesige Rüstung gesehen. Alter Schwede. Es gibt mir so richtig Harry Potter Vibes hier. Das sieht ja richtig nice aus. Das bewegt sich sogar. Oh mein Gott, hier sind so viele Gläser auch mit irgendwelchen Kräutern und... was ist das denn? Das sieht doch schon irgendwie gruselig aus. Oh, ich möchte hier wirklich einziehen. Das ist so ultra nice. Ich habe noch nie sowas Tolles gesehen. In Real Life ist das nochmal ganz anders, Leute. Ich sag's euch. Wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr, ich bin voll der Dumbledore-Fan. Das ist einfach mal sein Büro. Mit dem Phönix. Oh, ist das schön. Ich mag ihn so sehr. Hier wurde einfach wirklich auf jedes Detail geachtet. Alles beschriftet. Da sind sogar noch Flüssigkeiten drin.
Wow. Wir stehen einfach mal original in seinem Büro. Oh mein Gott, kann er mich bitte adoptieren? Es wird noch schlimmer, Leute. Aber die ganzen Gemälde würden mir ein bisschen Angst machen. Ich würde mich so beobachtet fühlen. Ich mag alte Gemälde nicht so sehr. Angucken ja, aber zu Hause haben nicht. Da ist übrigens Dracos Kostüm und ja, das sieht so richtig gemütlich aus irgendwie. Zur Weihnachtszeit wäre ich super gerne hier. Ich würde dann auch freiwillig mit den Slytherins abhängen. Wie cool, auch seine Haare sind sogar dabei. Das ist gerade total weird, ihn zu sehen mit seinen Haaren. Aber das da oben finde ich gruselig. Wie heftig das einfach mal in Real Life aussieht. Sieht so riesig aus. Ich will gar nicht wissen, wie viel Spaß das gemacht hat, auch diesen Film zu drehen, weil allein wenn du das alles siehst, du tauchst ja selber irgendwie so ab in eine ganz andere Welt. Oder? Meint ihr nicht? Hier ist der Bereich von Gryffindor. Hier sind noch mehr Kostüme und sieht so aus wie eine Umkleide. Da hängen auch die ganzen Roben. Ich habe mir jetzt alles in Ruhe angeschaut. Jetzt geht es gleich weiter zu Hagrids Hütte. Auf die freue ich mich so sehr. Und nachher vor allem auch auf das Auto und auf das Haus, wo Harry drin gewohnt hat. Auf das freue ich mich auch total. Leute, hier ist Hagrids Hütte. Oh mein Gott. Sieht ja schon ein bisschen Kuddelmuddel aus. Riecht auch ein bisschen altmodisch, muss ich sagen. Aber ich würde da trotzdem gerne mit ihm mal einen Tee trinken. Wie groß ist bitte das Stück? Was ist das? Ein Kuchen? Oder ist es Käse? Aber er muss ja alles in XXL haben, ne? So groß wie er ist. Man konnte jetzt gerade den Besen kurz fliegen lassen. Das war so ein richtig magischer Moment. Und ich sehe gerade schon die Greenscreen-Boxen, wo man rumfliegen kann. Aber es sieht ein bisschen weird aus. Übrigens die ganzen Fahrzeuge vom Film und natürlich den Besen. Ich liebe ja das Motorrad von Hagrid. Das ist so cool. Das ist einfach auch mega iconic. Und jetzt, Leute, das Auto natürlich. Das ist so mein absolutes Highlight. Unter anderem eins meiner Highlights von dem Film. Das Auto. Wer findet auch, der kommentiert mal jetzt mit einem Auto-Emoji. Boah, das war auch mit Abstand eins meiner absoluten Highlights, was ich schon bislang so gesehen habe in anderen Videos. Hier muss man auf die Details achten. Hier kann man auch übrigens Knöpfe drücken. Also es ist ein bisschen interaktiv. Und zwar kann man hier zum Beispiel raufdrücken und dann müsste sich das Messer bewegen. Ja. Oh mein Gott, das ist so cool. Ich glaube, wir sind in einem etwas gruseligeren Bereich, weil das, was ihr jetzt sehen werdet, sieht sehr spooky aus, Leute. Und zwar ist die Rede hiervon. Oh mein Gott, wie sie da hängt. Das sieht so gruselig aus. Und hier geht's gleich in den verbotenen Wald. Und das Kostüm von Lord Voldemort. Gruselig. Nicht seinen Namen nennen, ne? Nicht seinen Namen nennen. Oh mein Gott, das sind die großen Spinnen. Die sind so gruselig. Bah, oh, mein schlimmster Albtraum. Oh, die bewegen sich. Da kommt ja richtig Stimmung auf, wollte ich gerade sagen. Kommen die gleich wieder runter? Wo bleiben die? Das ist der Patronus. Oha, okay. Wow, der ist ja richtig am Leuchten, Alter. Ich fühle mich geblendet. Boah. Also der Wald gefällt mir richtig gut. Auch alles, was hier hingestellt wurde, so schön, ehrlich. Das erinnert mich so sehr an den Film. Definitiv eine 10 von 10 hier. Sogar Dumbledore wurde richtig schön gemalt. Leute, hier ist jetzt endlich der Hogwarts Express. Oh mein Gott, ich muss unbedingt ein Bild machen. Ich mache noch mal ein kurzes Video davor und dann gehen wir mal rein. Mal gucken, was es hier alles zu gucken gibt. Aber ich glaube, das ist relativ kurz, weil da hinten kommen auch schon wieder die Leute raus. Und hier gibt es noch einen Souvenirshop. Den checken wir auch gleich mal eben aus.
Guckt euch mal die gepolsterten Stühle hier an. Okay, weiter geht's. Ziemlich eng hier drin. Das ist aber dark hier. Man sieht fast gefühlt gar nichts. Okay, das sieht cool aus. Hier liegen auch so viele Zauberersachen. Oh, der Bär ist ja total süß. Und die Anhänger hier finde ich auch richtig schön. Und Leute, jetzt geht's nach draußen und das ist richtig cool. Wir schauen uns auf jeden Fall Harry Potters Haus an und den Nachtbus. Oh, der ist so cool. Und ich habe mir einen Zauberstab geholt, weil ich brauchte auf jeden Fall einen. Ich habe mir den von Ravenclaw geholt, weil der so cool aussieht. Ich zeige euch den gleich mal. Und tada, so sieht der aus. Der sieht so toll aus und der ist richtig hochwertig, richtig schwer. Und so sieht das hier draußen aus. Oh mein Gott, da hinten ist auch dieses Gewächshaus. Hier ist die Brücke. Oh mein Gott, da muss ich einmal durchlaufen in Slow-Mo. Und hier haben wir den Nachtbus. Und ja, da ist das Haus, da ist auch richtig viel los. Ab ins Gewächshaus und darauf freue ich mich schon die ganze Zeit, weil ich will unbedingt diese Pflanze hochheben. Ich hasse zwar das Geräusch, aber ich will unbedingt da rein. Leute, ich habe mir endlich ein Butterbier geholt und guckt euch mal oben den Schaum an. Wie cool sieht das denn aus? Das sieht so lecker aus. Und dann habe ich mir noch das Butterbier-Eis geholt. Dann habe ich mir solche Pommes hier geholt. Keine Ahnung, die sahen richtig lecker aus bei anderen, deswegen habe ich mir das einfach mal geholt. Erinnert mich einfach nur an Soft-Eis, so ein bisschen. Wenig cremiger, mehr mit Karamellgeschmack. Ja, aber sehr vanillig. Und jetzt das Butterbier. Irgendwie fand ich das in der Flasche viel intensiver, schmeckte viel mehr vanillig. Das schmeckt oben ein bisschen wie das Eis und das Getränk schmeckt echt lecker. Also diesmal schmeckt mir das sogar besser als in der Flasche. Das ist eine 10 von 10. Ich lieb's. Und es geht noch weiter, nämlich mit den Kreaturen. Hier sind auch nochmal die Pflanzen, die so eklig rumschreien. Die ganzen Masken sehen schon heftig aus. Boah, der Drache sieht richtig heftig aus. Die Drachen sind sowieso richtig cool. Und da geht's noch weiter, Leute. Es hat kein Ende. Oh mein Gott, mir machen die Puppen hier Angst. Ehrlich, die sehen so leblos aus. Also ich meine, die sind leblos, aber ihr wisst, was ich meine, oder? Boah, hier, Hermine finde ich richtig gruselig. Oh, das macht mir Angst. Die haben gerade erklärt, wie die das Ganze gemacht haben und das ist mega interessant. Und dort hinten demonstriert jemand die Hände. Leute, die Bank sah gerade richtig heftig aus. Das war nicht mehr normal. Also, boah, da kam so richtig Harry Potter Stimmung hoch. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass noch so viele coole Sachen kommen, aber boah, ich komme nicht mehr aus dem Staunen raus, wirklich jetzt. Das eine hat mich schon begeistert, aber das jetzt hier auch. Und ich glaube, gleich kommt das mit dem Drachen halt. Und darauf freue ich mich so sehr. Das soll richtig heftig sein.
Und danach kam dann die Winkelgasse und die war auch richtig toll. Ich hätte wirklich shoppen gehen können, wenn es möglich gewesen wäre, aber war leider ja nicht der Fall. Aber ja, da hat man sich direkt einfach wie in Harry Potter gefühlt und zum Schluss kam Hogwarts und ich war echt traurig. Und jetzt sind wir noch im Souvenirshop und hier gibt es ganz viele Zauberstäbe, wie man sehen kann. Hier kann man sich noch welche kaufen. Und hier gibt es noch ganz viel Merch. Ich werde mal gucken, was es hier so gibt. Fertig mit der Tour. Es war wirklich unfassbar schön. Ich glaube, ich werde sogar davon träumen. So schön fand ich das. Bin wirklich begeistert, Leute. Also wenn ihr mal in London seid, dann geht unbedingt da rein. Ich fand es sogar besser als das Theaterstück. Und ich habe noch was abgestaubt im Souvenirladen. Leute, da ist sogar Dumbledore drauf. Und dann bin ich wieder zurück, noch in der Harry Potter-Robe, denn ich habe euch ja noch einen Haul versprochen mit all den Dingen, die ich mir geholt habe. Aber danach werde ich mich auch schon fertig machen und dann einfach nur schlafen gehen, weil ich bin so K.O. Es ist schon fast 23 Uhr. So spät ist es schon. Deswegen gibt es jetzt ganz schnell ein Harry Potter-Haul mit all den Dingen, die ich mir dort geholt habe. Und zwar, zuerst einmal, das ist mein absolutes Highlight hier, denn da sind einfach mal Harry Potter in Manga Edition drauf. Also das ist die Tokyo Edition, habe ich gesehen. Und aus der Kollektion habe ich mir auch noch solche Mappen hier geholt mit allen drauf. Aber ich habe gesehen, das haben die dort als Poster genommen. Die haben das aufgehängt mit so Washi-Tape an den Seiten. Und das werde ich auch machen. Da ist einfach mal Harry drauf. Dann haben wir hier Ron, Hermine, Draco. Sieht sogar voll süß aus. Luna, ich liebe sie so sehr. Und davon habe ich mir noch so Washi-Tape geholt, weil ich hatte das halt auch vor, damit an die Wand zu kleben. Dann musst du unbedingt so ein Harry Potter-Shirt sein. Das habe ich mir in XL geholt. So richtig schlabberig. Damit ich das im Sommer auch als Kleid tragen kann. Da steht Harry Potter London auch drauf. Dann habe ich mir noch diese Bohnen hier geholt, die sehr bekannt sind. Dann habe ich mir noch so einen Anhänger geholt hier. Das habe ich ganz vergessen, euch zu zeigen. Dann habe ich mir dieses Hogwarts-Ticket geholt. So ein richtiger Fanartikel einfach. Dann habe ich einen kleinen Dobby geholt, weil er einfach so süß war und ich liebe Dobby. Dann durften die Schokofrösche nicht fehlen und ich hoffe, Dumbledore ist drin, aber eigentlich habe ich mich schon abgesichert. Ich habe einmal eine Karte geholt, hier. Für eine Freundin aber, das werde ich ihr schenken. Hier ist Dumbledore drauf. Also hat man garantiert die Karte vom Frosch mit Dumbledore. Aber was ich mir geholt habe, was ich mir hinstellen werde zu Hause, ist das hier. Und zwar ist einfach mal der Frosch hier drin. Aber unten ist die Dumbledore-Karte. Also habe ich garantiert meine Dumbledore-Karte. Ja, ein Haufen Zeug, aber ich werde es teilen. Und man geht ja nur einmal dahin. Also zumindest ist es mein Plan, nur einmal dorthin zu gehen. Weil ich glaube, ansonsten wird das auch schnell wieder langweilig. Weil so verändert es sich ja eigentlich gar nicht. Außer vielleicht an Halloween, da wäre es vielleicht ganz cool, weil dekorieren die es hier so Halloween-mäßig. Ich weiß nicht, ob es da noch was irgendwie anderes Cooles noch gibt. Aber ich habe gehört, das soll da auch nicht schlecht sein. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mir hat es mega viel Spaß gemacht. Leute, mein kleiner Traum ist in Erfüllung gegangen. Ich liebe Harry Potter einfach so sehr. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Und bis dahin, ich hab euch so, so da lieb.